Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer kleinen Videoreihe. In der heutigen Folge soll es um die Installation der Sensis-Software gehen. Mein Name ist Gordon und ich werde euch durch diese Softwareinstallation begleiten. Ich würde sagen, Hefte raus und los geht's. Ihr erinnert euch noch aus unserer Einführungsfolge, dass wir drei Softwareprodukte haben, die wir installieren müssen, um unsere Daten zu prozessieren. Das sind zum einen der GeoServer, DLM GPS und Magneto. Bevor wir die Software installieren können, müssen wir sie uns natürlich erstmal besorgen. Dazu gibt es im Wesentlichen drei Wege. Der erste ist, ihr ruft uns an, wir freuen uns immer von euch zu hören und wir schicken euch den Download-Link. Der zweite Weg ist, dass ihr den USB-Stick benutzt, der eurem System beiliegt. In der Regel ist das in dem kleinen Köfferchen, wo der Dongle drin ist. Auf diesem USB-Stick sollten wenigstens drei Verzeichnisse drauf sein. Das erste ist das Softwareverzeichnis, dann haben wir ein Treiberverzeichnis und ein Handbuchverzeichnis. Und in dem Softwareverzeichnis finden sich natürlich die drei Produkte: Magneto, DLM GPS und der GeoServer. Der Inhalt vom Treiberverzeichnis richtet sich danach, welche Magneto-Version ihr habt. Ab der Magneto-Version 3.1.14 ist dieses Verzeichnis leer. Da braucht ihr keinen Treiber mehr, weil der Treiber Bestandteil der Magneto-Installation ist. Für alle Versionen davor benötigt ihr den Sentinel-Hardlock-Treiber und zwar unbedingt in der Version 8.13. Das ist die einzige von uns freigegebene Version für die Windows-Versionen 10 und 11. Das Handbuchverzeichnis, wie der Name schon suggeriert, enthält alle Handbücher, die für euer System zutreffen. Hier mal am Beispiel eines MX-PDA-Systems und natürlich die Software-Handbücher. Der dritte Weg ist, unsere Webseite zu besuchen. Dort gibt es einen Download-Bereich, wo ihr Zugriff auf Software, Treiber und Handbücher habt. Dazu braucht ihr einen Benutzer-Account. Wenn ihr den schon habt, könnt ihr euch hier einloggen, indem ihr dieses Icon klickt. Ich bin schon eingeloggt gewesen, deswegen bin ich sofort da, wo ich hin wollte. Hier finden wir auch eine Versionsinfo, wo die wichtigsten Softwareprodukte beschrieben sind, welche Neuerungen welche Version zu bieten hat. Und hier habt ihr Zugriff auf Beispieldaten, Handbücher, Produktdatenblätter und so weiter. Habt ihr noch keinen Account, könnt ihr den auf der gleichen Seite sozusagen beantragen. Wir kriegen dann eine Nachricht und geben den entsprechend frei. Für dieses Video wollen wir den USB-Stick hernehmen als Datenquelle und wir fangen an mit der Installation des GeoServers. Den finden wir, wie gesagt, im Softwareverzeichnis. Da gibt es eine Executable, die wir doppelklicken. Dann kriegen wir diese Sicherheitswarnung, die wir bestätigen und die Installation beginnt. Wir können uns zuerst aussuchen, in welcher Sprache wir den Installations-Wizard haben wollen. Wir wählen Deutsch, bestätigen die Hinweise, nachdem wir sie natürlich alle gründlich durchgelesen haben. Und wir können uns die Sprache des User Interfaces aussuchen. Wir wählen mal hier Deutsch. Dann wählen wir das Zielverzeichnis und die Programmgruppe, in der die Software abgelegt werden soll. Und dann geht die Installation los. Und das geht recht schnell. Der GeoServer wird automatisch gestartet. Und wir beenden es hier mal. Und wir sehen in dem Icon-Verzeichnis, dass wir ein neues Icon haben. Das sieht aus wie eine Waschmaschine und es hat einen grünen Inhalt. Wenn wir darauf klicken, wird der GeoServer gestartet. Mit der Benutzeroberfläche müssen wir weiter gar nichts tun, es sei denn, wir wollen eine benutzerspezifische Koordinatentransformation einrichten. In diesem Fall wollen wir das gar nicht machen. Wir starten den Server einfach und blenden das Fenster aus. Bei jedem Windows-Start wird der GeoServer automatisch gestartet und dass der gestartet ist, erkenne ich daran, dass der Inhalt dieses Waschmaschinenfensters grün ist. Wenn ich den stoppe, dann wird es grau. Die nächste Software, die wir installieren wollen, ist die Software DLM GPS. Auch die finden wir auf dem USB-Stick im Softwareverzeichnis. Die letzte Version, die Version 4.1.12, ist nicht mehr Dongle geschützt. Das heißt, jeder kann sie installieren, jeder kann sie downloaden, ohne einen Dongle
zu brauchen oder eine Lizenznummer. Wir empfehlen also, die neueste Version zu installieren. Wir machen das hier mal. Wir machen einen Doppelklick auf die Exe. Und ich erwähnte vorhin beim Geo-Server schon, dass eine Sicherheitsmeldung zu bestätigen ist. Das ist die Warnung, die ihr alle kennt, dass eine Software versucht, irgendwas auf dem Computer zu verändern. Die wird nicht mit aufgezeichnet, aber wir müssen sie mit Ja bestätigen, sonst können wir die Software nicht installieren. Wir können uns die Sprache des Setup-Wizards wieder aussuchen. Wir haben die Wahl zwischen Deutsch und Englisch. Und jetzt kommt eine entscheidende Frage. Nämlich die, ob DLM-GPS für UXO oder für ARCH-Daten installiert werden soll. Der Hintergrund ist, dass wir Sonden verwenden, die analoge Sonden sind. Also sie geben eine Spannung aus und können selbst nicht sagen, ob sie eine Archäologie- oder eine UXO-Sende sind. Die beiden Sondentypen unterscheiden sich im Messbereich und demzufolge muss ein anderer Faktor angewendet werden, um von dem Spannungswert, den die Sonde ausgibt, einen Nano-Tesla-Wert auszurechnen, den ich in Magneto anzeigen will. Wähle ich also hier die falsche Option, kann ich schon meine Daten prozessieren, aber die Nanotesla-Werte, die in Magneto angezeigt werden, werden falsch sein. Weil die Sonden selbst sich nicht identifizieren können, weil sie können ja nur eine Spannung ausgeben, muss der Benutzer das übernehmen. Also ihr müsst jetzt entscheiden, welche Datentypen ihr habt. Selbstverständlich könnt ihr nacheinander beide Arten installieren. Ihr müsst dann halt nur darauf achten, dass ihr das in unterschiedliche Verzeichnisse installiert. Wir wählen jetzt hier mal die UXO-Variante. Äußerlich kann man die Installation nicht unterscheiden, es sei denn, ihr benennt sie halt entsprechend. Ihr müsst jetzt die Lizenzvereinbarung akzeptieren, sonst geht es hier nicht weiter. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, welche Komponenten installiert werden sollen. Das Programm muss installiert werden. Zusätzlich könnt ihr Beispiele installieren. Wir lassen das jetzt hier mal sein und installieren die Software. Auch das geht recht schnell und mit dem Klick auf Fertigstellen ist die Installation schon beendet. So, liebe Freunde gepflegter Sondiergeräte, jetzt wird es etwas schwieriger. Die Installation von DLM-GPS und dem Geo-Server brauchten keine Lizenz, also hatten keinen Dongle-Schutz. Das wird für die Installation von Magneto anders. Und wir müssen jetzt mal kurz über die Schutzkonzepte reden. Wir haben ein altes Schutzkonzept und ein neues. Das alte erkennt man daran, dass die Dongle-Nummern mit 5.1 beginnen, die einen blauen Anhänger haben. Und wenn der Treiber richtig installiert ist und der Dongle gesteckt ist, leuchtet eine rote LED auf. Außerdem brauchen wir eine Lizenznummer für die Installation. Dieser alte Dongle heißt Sentinel Hardlock Key. Für diesen brauchen wir auch einen Treiber. Wir haben darüber schon kurz gesprochen. Das neue Schutzkonzept ist der Vibu-Dongle von CodeMeter. Und den erkennt man äußerlich daran, dass er silber ist. Er hat keine LED. Er hat einen grauen Anhänger. Und die Dongle-Nummer beginnt mit 3 Bindestrich und dann 6.1 und dann 5 weitere Ziffern. Die Dongle-Nummer ist also länger. Und für die Installation brauche ich keine Lizenznummer. Die Lizenznummer sieht so aus. Mit dem alten Dongle wurde immer so ein Blatt ausgeliefert, wo die Dongle-Nummer drauf stand und die Lizenznummer, die ich für die Installation benutzt habe. Und bei der Installation wurden 3 Dinge abgeprüft. Erstens, das richtige Produkt. Also man kann nicht Version 3.0 zum Beispiel installieren mit dem Passwort für die Version 3.1. Die Dongle-Nummer wurde abgeprüft, der Dongle musste stecken und das Passwort musste zum Dongle passen. Diese 3 Sachen wurden also immer abgeprüft. Bei der neuen Version muss man sich quasi um gar nichts mehr kümmern. Man installiert einfach die Software. Die Software prüft auf dem Dongle, welche Version lizenziert ist und startet entsprechend die richtige Lizenz. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, nochmal zur Wiederholung. Der neue Vibu-Dongle, das neue Schutzkonzept, wird erst angewendet ab der Magneto-Version 3.01-14. Davor werden alle Magneto-Versionen mit dem alten Hardlock-Dongle geschützt. Neue Auslieferungen werden immer mit dem Vibu-Dongle erfolgen. Wir müssen jetzt kurz darüber reden, welche Lizenzarten es gibt. Es sind im Wesentlichen 3. Wir haben die ARCH-Lizenz, eine Flächenlizenz und eine Bohrloch-Lizenz.
Die Archlizenz zeichnet aus, dass sie nur die Faktoren für Archäologiesensoren enthält. Sie hat keine Objektsuche, keine Objektberechnung. Und ich kann in diese Version keine Daten von Dreiecks-Sensoren importieren. Die Flächenlizenz hat Faktoren für beide Sondentypen, Archäologie und OXO. Ich kann in den Grundeinstellungen die Datenart sozusagen umschalten und Magneto wird mir einen Fehler melden, wenn ich die falsche Datenart gewählt habe für die Daten, die ich gerade importiere. Ich habe natürlich eine Objektsuche zur Verfügung und ich kann Dreiecksdaten importieren. Die Borlaug-Lizenz kann Daten von Dislog, FGM und Dreiecks-Borlaug-Systemen importieren. Es gibt eine Objektsuche natürlich und ich kann Borlaug-Pläne importieren. Dann gibt es noch die Lizenz, die alles kann. Die heißt bei uns Fläche Borlaug und die enthält alle drei Lizenzarten. Kommen wir zur Magneto-Installation. Wir werden beide Lizenztypen durchspielen, also den Vibo-Dongle und den Sentinel-Dongle, und wir fangen mit dem Sentinel-Dongle an. Die Installationen unterscheiden sich dadurch, dass ich bei dem Sentinel einen Treiber brauche und mit dem muss ich anfangen. Wie bereits erwähnt, ist die einzige von uns freigegebene Version die Version 8.13. Die gilt für Windows 10 und für Windows 11. Und den Treiber installiere ich, indem ich die Exe starte. Wichtig ist, dass der Dongle dabei nicht gesteckt ist. Also ich starte die Installation. Da der Treiber bei mir wahrscheinlich schon installiert ist, wird er mich auffordern, das zu reparieren. Das mache ich jetzt mal. Und es kommt eine Stelle bei der Installation, wo der Fortschrittsbalken sich nicht zu bewegen scheint. Er springt aber plötzlich von 0 auf 100 in nix, so wie jetzt. Die Installation ist beendet. Beim ersten Mal kann es etwas länger dauern, aber da braucht man sich keine Sorgen machen, das funktioniert. Der Dongle-Treiber ist jetzt installiert und ich kann jetzt den Dongle stecken. Und wenn die Treiberinstallation erfolgreich war, geht am Sentinel-Dongle eine rote LED an. Das ist das Zeichen dafür, dass der Treiber gestartet wurde und dass der Dongle erkannt wurde. Diese Prozedur, also diese Treiberinstallation, muss ich unbedingt machen, bevor ich Magneto installiere. Umgekehrt funktioniert das nicht. Also an Magneto kann ich erst denken, wenn die Dongle-Installation abgeschlossen ist und die rote Lampe an meinem Dongle leuchtet. Magneto finde ich auf dem USB-Stick im Softwareverzeichnis. In diesem Fall habe ich zwei verschiedene Versionen hier. Eins für den neuen Dongle und eins für den alten. Das ist was, was ihr nicht sehen werdet. Ihr habt nur eine Magneto-Installation da. Aber für Demonstrationszwecke habe ich jetzt hier mal beides. Wir fangen an mit dem Hardlock-Dongle und wir haben hier zwei Installationsdateien. Eine große, die ist 80 MB groß, und eine kleinere, die ist 44 MB groß. Der Unterschied ist, dass die kleine die C++ Runtime-Umgebung nicht enthält. Ihr könnt die kleine verwenden, wenn Magneto schon mal auf dem Rechner installiert war, weil dann ist die Runtime-Umgebung installiert. Ich werde jetzt mal zur Anschauung die große starten. Da wird Magneto nämlich die Installation der Runtime-Umgebung mit anbieten. Also ich kann mir wieder die Wizard-Sprache auswählen, kriege Informationen, die wichtig sind und die ich bestätigen muss. Und die GUI-Sprache kann ich mir auswählen und dabei gibt es die Auswahl zwischen Englisch, Deutsch und Französisch. Ich habe verschiedene Lizenztypen hier und wenn ich einen Dongle und ein Passwort habe, ist die letzte Option die richtige. Es gibt dann noch ein paar Zwischenstufen, also die Reader-Lizenz zum Beispiel kann ich installieren, wenn ich gar nichts habe. Und wenn ich Magneto nur dazu benutzen will, bereits fertige Magneto-Projekte einfach zu öffnen. Ich kann sie dann aber nicht ändern und nicht speichern, ich kann sie nur ansehen. Da gibt es noch eine Light-Lizenz, die wir rausgeben, um zeitlich begrenzt die Software zu testen. Und die braucht aber ein Passwort. Wir benutzen die Dongle-Lizenz, weil wir ja einen Dongle haben und eine Lizenz. Und die
Eingaben erfolgen im nächsten Fenster. Wir geben also unseren Firmennamen ein. Dann die Lizenznummer. Und die Lizenznummer ist die Dongle-Nummer. Meine ist 512940. Und dann gebe ich die Lizenz ein, die zu meiner Software passt und die auf dem Softwarezettel steht, der mit dem Dongle gekommen ist. Ich hatte sie auswendig gelernt, aber ich habe sie wieder vergessen. Im nächsten Schritt wird, das passiert, wenn man den Dongle nicht gesteckt hat. Ich muss also den Dongle natürlich stecken. Das mache ich jetzt. Gehe einen Schritt zurück und fange nochmal an. Er fordert mich jetzt auf, die Eingaben nochmal zu prüfen und jetzt prüft er sie auf dem Dongle. Und er stellt fest, dass die Eingaben korrekt sind und dass meine Lizenz eine Flächen- und Bohrloch-Lizenz ist. Und die wird er jetzt installieren. Er fragt mich jetzt, was ich installieren will, also ob ich die Laufzeitumgebung installieren will. Ich sage jetzt mal ja, Beispiele möchte ich nicht. Und dann nach Auswahl von Zielverzeichnis und Programmgruppe fängt er an zu installieren. Er fragt vorher aber noch, ob er vorhandene Einstellungen überschreiben soll. Die Einstellungsdatei von Magneto wird unabhängig von der Installation abgelegt im C-Windows-Ordner. Und die findet diese Installation jetzt natürlich von einer früheren Magneto-Installation. Da stehen alle Einstellungen drin, die ich in Magneto gemacht habe, also Seitengröße und all diese Dinge, die ich da einstellen kann. Und natürlich möchte ich nicht, dass meine Einstellungen überschrieben werden von der neuen Installation. Also ist es sicher zu sagen, dass ich die nicht überschreiben will. Die Installation ist bereit und jetzt fängt er an. Er installiert zunächst diese C++-Umgebung, die ist bei mir schon installiert, deswegen klicke ich hier mal auf Repair. Dementsprechend schnell geht es und jetzt fängt er an, Magneto zu installieren. Auch das geht recht schnell. Und mit dem Klick auf Fertigstellen ist Magneto installiert. So, gleich haben wir es geschafft. Was jetzt noch fehlt, ist die Installation von Magneto mit dem neuen Vibu-Dongle. Was wir dazu machen müssen, ist zuerst den Dongle stecken. Das ist anders als bei der Sentinel-Installation, wo wir ja zuerst den Treiber installieren mussten, ohne den Dongle zu stecken. Jetzt wird die Dongle-Installation während der Magneto-Installation durchgeführt. Wir gehen also in das richtige Verzeichnis. In dem Fall suchen wir uns das Setup von Magneto 3.1.14 für die CodeMeter oder Vibu-Installation. Und nochmal zur Erinnerung, 3.1.14 ist die erste Version, die das kann. Alle davor können das gar nicht. Die sind mit dem Sentinel-Dongle geschützt. Ich starte die Setup-Exe und natürlich war auf meinem Rechner dieser Treiber und auch Magneto 3.1.14 schon mal installiert. Zunächst können wir wieder die Sprache auswählen, in welcher Sprache wir den Installationswizard haben wollen. Wir wählen Deutsch. Wir lesen uns die Lizenzvereinbarung durch, denken darüber nach und akzeptieren sie. Dann kann ich mir auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen. Programm und Laufzeitumgebung werden immer installiert, das kann ich mir nicht aussuchen. Aber ich kann mir aussuchen, ob ich den CodeMeter-Treiber installieren möchte oder nicht. In diesem Fall möchte ich das machen, obwohl er schon drauf ist. Aber die Beispiele wähle ich ab. So, und dann installiere ich. Jetzt kommt eine Abfrage, die wir schon mal bei der Sentinel-Installation gesehen haben. Da hat er gefragt, ob er die Konfigurationsdatei überschreiben soll. Jetzt ist die Frage ein bisschen anders. Er findet eine Magneto-Datei, eine Magneto-INI-Datei, wo die ganzen Konfigurationen von Magneto stehen. Und dem aufmerksamen Beobachter ist aufgefallen, dass sich der Ort geändert hat, an dem diese INI-Datei steht. Früher, in den alten Hardlock-Dongle-Versionen, stand sie in C-Windows. Jetzt steht sie in C-Programm-Data-Synthesis-Magneto. Und auch hier ist es sicher zu sagen, ich möchte die vorhandene Datei behalten, weil das Vorhandensein dieser Datei deutet darauf hin, dass ich schon mal eine Magneto-Installation hatte, da Einstellungen vorgenommen habe und die möchte ich natürlich nicht verlieren. Also behalte ich die vorhandene Version. Jetzt installiert er zunächst Magneto und das wird euch komisch vorkommen, weil der Dongle kommt erst danach.
Wie also soll er feststellen, welche Lizenz auf dem Dongle ist? Dazu kommen wir gleich. Erstmal, habe ich schon erwähnt, bei mir ist der Dongle drauf, deswegen fragt er mich jetzt, ob er ihn reparieren soll oder entfernen. Ich sage mal reparieren, weil das sieht genauso aus wie eine Neuinstallation. Er stellt es fest, dass dieses Control Center, was ich euch gleich noch zeigen werde, schon läuft. Und ich sage ihm, er soll es mal schließen und nach der Installation wieder starten. Diese Frage kommt nicht, wenn ihr den Dongle-Treiber das erste Mal installiert. So, jetzt rödelt er hier ein bisschen rum. Und schon ist er fertig. Also der Dongle-Treiber ist fertig installiert und das beendet auch den Magneto-Setup-Assistenten. So, das war die ganze Herrlichkeit der Installation. Ich sehe jetzt, dass ich Magneto installiert habe. Ich kann das doppelt anklicken, das geht sofort auf. Und bei dem Fragezeichen, also im Hilfemenü, bei Info über Magneto kann ich sehen, was er jetzt für eine Lizenz gelesen hat von dem Dongle. Er hat also meine Dongle-Nummer erkannt. Und er hat erkannt, dass es sich um eine Flächen- und Bohrloch-Lizenz handelt und dass das Lizenzsystem CodeMeter ist, also von Vibo, der Vibo-Dongle. Okay, schließen wir das mal. Wir haben ein neues Icon in unserer kleinen Liste, gleich neben unserer Waschmaschine, haben wir einen CM-Container. Dieses Symbol ist immer dann blau, wenn der Dongle steckt. Wenn ich den Dongle mal ziehe, dann wird das Icon grau. Stecken ihn wieder, weil wir brauchen ihn. Der Dongle wird erkannt und das wird wieder grün. Und jetzt kann ich meine Dongle-Nummer sehen. Ich sehe also, dieser Dongle steckt. Und mit dem Klick auf Webadmin kann ich mir angucken, was auf diesem Dongle gespeichert ist. Das sieht zwar so aus, als würde er dazu ins Internet gehen, aber man sieht hier an der Adresse, dass er auf meinem eigenen Rechner einen Webserver anspricht, also er ist nicht im Internet. Und hier kann ich sehen, welche Lizenz für wen herausgegeben wurde. Also in diesem Fall ist die Lizenz für uns ausgegeben worden. Es gibt einen Produktcode und die Lizenz, die hier drauf ist, ist Magneto 3.1 Fläche und Bohrloch. Im Unterschied zum Sentinel-Treiber, wo ich die richtige Version installieren muss oder bei der Installation schon entschieden wird, welche Lizenz auf dem Dongle ist, wird es hier beim Starten festgelegt. Also ich starte Magneto, Magneto guckt auf dem Dongle, was lizenziert ist und startet die entsprechende lizenzierte Software. Das ist der große Unterschied. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen den beiden Lizenzierungsmethoden. Und das ist der, welche Rolle die Dongle-Nummer spielt. Bei dem alten Sentinel-Dongle war es so, dass Magneto nur dann voll lizenziert gestartet wurde, wenn der gleiche Dongle steckte, der bei der Installation verwendet wurde. Habe ich also den Dongle gewechselt, muss ich neu installieren. Bei dem neuen Vibo-Dongle ist das nicht so. Auch wenn ich mehrere Dongle habe, wird einfach der ausgelesen, der gerade steckt, wenn ich Magneto starte. Ich kann also unabhängig vom Dongle Magneto starten, ohne neu installieren zu müssen, wenn ich den Dongle wechsle. So, ihr wisst, was dieses Bild bedeutet. Ihr habt es geschafft. Hat doch gar nicht wehgetan, oder? Im nächsten Teil geht es um die Benutzeroberfläche von Magneto und die Einstellungen, die ich in Magneto vornehmen muss und kann und sollte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.